Jeder, der dieses Clip anschaut, darf zu Hause ein Stück Schokolade essen. Aber im Ernst, was hat Schokolade mit Physik zu tun? Heute ist der 6. Teil dieser Reihe und heute geht es um das Thema elektromagnetische Wellen. Wie letztes Mal angekündigt, geht es heute auch um die Frage, erzeugen veränderliche elektrische Felder Magnetfelder? Wenn wir zurückschauen, so haben wir gelernt, dass bewegte elektrische Ladungen ein Magnetfeld erzeugen. Und dass bewegte Magnete eine elektrische Spannung erzeugen. Da jetzt ja auch veränderliche Magnetfelder eine Spannung erzeugen, gilt dann also auch das Umgekehrte, dass veränderliche elektrische Felder auch ein Magnetfeld erzeugen. Und dann hat man so eine Art gegenseitige Wechselwirkung, gegenseitige Erzeugung. Dann können nämlich die elektrischen und die magnetischen Felder quasi selbstständig werden, weil das eine Feld das andere erzeugt und das andere wieder das erste erzeugt. Und so kann man sich das dann vorstellen, dass die beiden Felder eine Art Eigenleben führen und sich loslösen von den Ladungen und den magnetischen Dipolen in den Atomen und dann sozusagen selber in die Welt hinausgehen. Sowas nennen wir elektromagnetische Wellen und das möchte ich Ihnen heute mal genauer erklären. Sowas ist schwer mit einfachen Mitteln zu Hause selber auszuprobieren, deswegen zeige ich Ihnen hier wieder eine schöne Simulation, die Sie dann aber auch selber zu Hause ausführen und damit spielen können. Die Simulation zeigt hier einen Radiosender und einen Radioempfänger. Links ist eine Antenne. In dieser Antenne werden durch einen Sender, der sich da unten in dem Häuschen befindet, elektrische Spannungen induziert und diese Spannungen, die bewegen die Elektronen in der Antenne, in dem Metallstab. Und das können wir hier in der Simulation schön sehen. Das Elektron bewege ich hier mal per Hand und man sieht dann, um das Elektron herum gibt es ein elektrisches Feld. Wenn das Elektron negativ ist, zeigen die Feldlinien alle in Richtung dieser negativen Ladung. Das Elektron erzeugt also diese Felder um sich herum und man sieht auch ganz einfach, die Feldlinien, die hier als Pfeile gekennzeichnet sind, deren Länge gibt an, wie stark das elektrische Feld ist. Man sieht ferner auch, dass die Feldstärke abnimmt, je weiter man von der Ladung weggeht. Das ist ein Gesetz, was man leicht mathematisch beweisen kann, dass bei doppeltem Abstand die Feldstärke nur noch ein Viertel ist und so weiter. Durch die Bewegung haben wir jetzt also das elektrische Feld verändert. Was in der Simulation zunächst mal nicht drin ist, ist der Effekt, dass die bewegten elektrischen Felder auch ein Magnetfeld erzeugen. Und wenn man das einschaltet, dann sieht man einen erstaunlichen Effekt. Was nämlich jetzt passiert ist, dass die auf diese Art und Weise über die Magnetfelder erzeugten elektrischen Felder überall da entstehen, wo das Magnetfeld sich ändert, also auch im Raum mit abklingender Stärke. Aber jetzt fängt das Eigenleben der elektrischen und der magnetischen Felder an, weil diese jetzt neu erzeugten elektrischen Felder auch wiederum ein veränderliches Magnetfeld erzeugen. Die wiederum erzeugen ein veränderliches elektrisches Feld, das wiederum ein verändertes Magnetfeld und so weiter. Und wir sehen, der Effekt ist dann, dass sich das Ganze sehr weit in den Raum ausbreitet. Diese Wechselfelder haben jetzt die Möglichkeit, sich von den Ladungen zu trennen und alleine in den Raum hinauszuwandern. Das Ganze können wir noch ein bisschen eleganter simulieren, indem wir hier eine periodische Schwingung einschalten in der Simulation, die also eine periodische Schwingung der Elektronen in der Senderantenne erzeugt. Und diese periodische Schwingung erzeugt dann eben diese periodischen elektrischen Wechselfelder, die dann die periodischen magnetischen Wechselfelder, die hier leider nicht eingezeichnet sind in der Simulation, und diese veränderlichen Magnetfelder erzeugen dann wieder veränderliche neue elektrische Felder. Und dann breitet sich dieses gesamte elektrische magnetische Wechselfeld im Raum aus und kann damit sehr ferne Regionen erreichen. In unserem Fall sieht man dann hier auf der rechten Seite, ist ein weiterer Stab, der ebenfalls Elektronen enthält. Und dieser Stab wird dann durch die elektrischen Felder beeinflusst. Das heißt also, die elektrischen Felder üben eine Beschleunigung auf die Elektronen in der Empfangsantenne aus, sodass die Elektronen in dem rechten Stab auch anfangen. Und diese Schwingungen kann man dann in dem roten Empfängerhäuschen elektrisch verstärken und damit die Signale empfangen, die aus der Ferne gesendet wurden. Das ist also das Prinzip eines Radiosenders und Empfängers und das ist das gleiche Prinzip, was Sie auch bei Ihren Handys benutzen. Auch Ihr Handy hat eine kleine Antenne innen drin eingebaut,
Da werden Elektronen in Schwingungen versetzt, die erzeugen elektrische Felder, die wiederum Magnetfelder, und das kommt dann aus Ihrem Handy als elektromagnetische Welle heraus und geht dann zum nächsten Sendemast Ihres Telefonanbieters. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert und deswegen hier in der Skizze nochmal eine weitere Erklärung, wo man auch die Magnetfelder sieht. In der Simulation sehen Sie auf der linken Seite, wo das Koordinatensystem anfängt, eine Erzeugung von elektrischen Feldern. Diese elektrischen Felder, die hier vertikal blau gezeichnet sind, die erzeugen, weil sie sich ständig verändern, Magnetfelder, die hier horizontal in Rot dargestellt sind. Diese veränderlichen Magnetfelder wiederum erzeugen elektrische Felder. Und was man in der Simulation hier ganz schön sieht, ist, dass sich diese elektrischen und diese magnetischen Felder dann durch den Raum ausbreiten. Auf diese Art und Weise kann man also Schwingungen von Ladungen dazu bringen, dass sie elektromagnetische Wellen erzeugen, und die Wellen breiten sich dann in alle möglichen Richtungen aus. Die elektrischen Feldstärken, das sieht man auch ganz schön in der Simulation, stehen immer senkrecht auf den magnetischen Feldlinien. Das hat auch damit zu tun, dass das Magnetfeld eines nach oben sich bewegenden Elektrons immer horizontal um das Elektron herumführt. Das heißt also, die Magnetfelder entstehen auf natürliche Art und Weise, die man nur versteht, wenn man da tiefer reinschaut, immer senkrecht zu den elektrischen Feldern und umgekehrt. Wir haben somit gesehen, elektrische und magnetische Felder können Wellen darstellen, können sich als Wellen ausbreiten. Wellen haben Sie sicherlich schon in anderen Feldern der Physik kennengelernt. Das einfachste Beispiel ist hier aus der Mechanik dargestellt. In der Mechanik lernt man Wellen kennen, zum Beispiel in schwingenden Seilen. Ich möchte jetzt nicht auf die Details der Wellenlehre eingehen, aber so ein paar grundlegende Sachen müssten wir schon uns kurz anschauen. Eine Welle wird also angeregt, es wird Energie in dieses Medium reingebracht. Dieses Medium, in dem Fall das Seil, fängt an zu schwingen. Es gibt zwei Formen der Energie in diesem Medium, und es ist immer so bei Wellen, dass man zwei Formen braucht, die sich gegenseitig beeinflussen. Das eine ist die potenzielle Energie durch die Spannung des Seils, und das andere ist die Trägheit, also die kinetische Energie, die die Energie aus der Anregung übernimmt und umwandelt. Diese zwei Formen wandeln sich ständig um, und dadurch kommt dann die Welle als sich ausbreitendes Phänomen dazu. Eine Besonderheit von Wellen ist, dass es stehende Wellen gibt. Stehende Wellen entstehen dann, wenn eine Welle zum Beispiel an einem festen Ende reflektiert wird. Dann gibt es eine reinlaufende, rauslaufende Welle, die sich überlagert und dann so ein stehendes Bild ergibt. Bei einer stehenden Welle hat man bestimmte Stellen, bei denen die Amplituden, also die Schwingungen, besonders groß sind. Und dann hat man andere Stellen, wo sich fast nichts bewegt, wo also quasi ein Stillstand vorhanden ist. Das ist im Gegensatz zu einer normal sich ausbreitenden Welle, wo jeder Punkt innerhalb der Ausbreitungsrichtung irgendwann mal eine starke Auslehnung erfährt. Ein ganz generelles Gesetz, was für alle Wellen gilt, steht hier, dass nämlich die Wellenlänge sich ergibt aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle dividiert durch ihre Frequenz. Kann man sich leicht geometrisch erklären, wollen wir jetzt aber nicht machen. Bei einer stehenden Welle ist noch die Besonderheit, dass zwischen zwei Punkten, wo eine maximale Ausdehnung ist, sich die halbe Wellenlänge befindet. Und die gesamte Wellenlänge entspricht dann dem gesamten Wellenzug von einer positiven und einer negativen Auslenkung. Das Seil hat eine eindimensionale stehende Welle. Wir können jetzt zu einem zweidimensionalen Beispiel gehen. Das kennen Sie vielleicht auch alle. Sie wissen, es gibt Wellenbäder, wo man durch Anregung das Wasser im Schwimmbad anregt und dadurch eine stehende Welle im Schwimmbad erzeugt. Und Sie sehen auf dem Bild auch in dieser stehenden zweidimensionalen Welle, in dieser Wasseroberfläche, gibt es bestimmte Regionen, wo die Amplituden besonders groß sind, wo also die Wellen sehr stark rauf und runter gehen, wo also die kleinen Kinder quasi untergehen. Und dann gibt es auch Stellen in so einem Wasserbecken, wo fast nichts passiert, wo die Leute dann sagen, das sind ja hier überhaupt keine richtigen Wellen. So ein zweidimensionales Bild einer stehenden Welle ist schon relativ kompliziert. Wir wollen jetzt ein dreidimensionales Bild einer solchen Welle mal erzeugen. Und dazu brauchen wir eine Mikrowelle. Wenn man Mikrowelle im Haushalt sagt, meint man eigentlich das Gerät, wo man das Essen reinsteckt, um es zu erwärmen.
Mikrowellen beinhalten. Mikrowellen, was sind Mikrowellen im physikalischen Sinne? Im physikalischen Sinne sind Mikrowellen kleine Wellen, die sehr kurze Wellenlängen haben und deswegen heißen sie halt Mikrowellen. So, und so eine Mikrowelle als Gerät enthält also Mikrowellen und die sind da vorhanden als stehende Wellen. Und das möchte ich Ihnen jetzt im Experiment kurz vorführen. Dazu gehe ich also jetzt zunächst mal in die Küche zu unserer Mikrowelle. So, hier in dieser Küche haben wir eine wunderbare Mikrowelle. Wenn man sie aufmacht, sieht man, da drin befindet sich ein Drehteller, ein sich drehender Teller. Wir werden später noch verstehen, warum man den braucht. Wir nehmen den einfach mal raus mit der Halterung und dann stellen wir einen neuen Teller falsch rum drauf, damit die unten sich drehende Achse eben uns nicht mehr weiter stört. Und da stellen wir jetzt einen zweiten Teller drauf. Und jetzt haben wir eine Mikrowelle ohne Drehteller, also mit einem einfachen Teller, wo sich nichts mehr dreht. Das brauchen wir fürs Experiment. So sieht also der Teller aus mit dem Käse drauf. Und das wird jetzt einfach in die Mikrowelle gestellt. Dann Klappe zu und los geht's. Wir schalten jetzt ein auf ungefähr 600 Watt und eine nicht zu lange Zeit. Wir wollen ja nicht, dass der Käse uns da abdampft. Jetzt läuft also die Uhr und ich verkürze das jetzt im Video ein bisschen und das hier ist das Ergebnis. So, schauen wir mal rein, was hat sich entwickelt. Nun, es ist noch nicht so ganz zufriedenstellend, da sind so ein paar hellere Stellen, ein paar dunklere Stellen. Also machen wir das Ganze nochmal zu und lassen es nochmal ein bisschen laufen. So, und jetzt wieder Klappe auf, reingucken und was sehen wir? Auch jetzt ist es so, dass man so ein paar helle Stellen findet. Die hellen Stellen sind da, wo der Käse schon geschmolzen ist und andere Stellen, wo der Käse noch nicht so geschmolzen ist. Es ist ein bisschen schwer, das zu unterscheiden, aber wenn man genau hinschaut, sieht man so ein paar Punkte, wo das Ganze geschmolzen ist. Nun, das ist jetzt nicht so unheimlich befriedigend. Also wir haben so ein paar Punkte auf dem Käse, wo der Käse mehr geschmolzen ist als an anderen Punkten. Das heißt also, in der Mikrowelle scheint es Stellen zu geben, wo starke Mikrowellenstrahlung ist und so, wo weniger starke ist. Und das ist der Grund, warum man diesen Drehteller hat. Der sorgt dafür, dass alle Stellen des Essens, was man da reinbringt, ungefähr gleich stark bestrahlt werden, weil durch die Drehung einfach die starken und die weniger starken Erwärmungsstellen ständig ausgetauscht werden. Da das mit unserem wunderbaren Käse mit den vielen kleinen Löchern nicht so toll geklappt hat, versuche ich es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Und zwar habe ich dazu bei uns eine letzte Schokolade gefunden. Ich hatte eigentlich gehofft, ich habe mehr Schokolade und kann die ganze Mikrowelle mit Schokolade ausfüllen. Geht leider nicht. Stattdessen nehme ich also die Schokolade und zerreibe sie, so wie früher. Sie kennen ja diese schönen Reiben. Man reibt so lange, bis es wehtut und irgendwann wird es tot. So lange habe ich es nicht gemacht, habe also vorsichtig gerieben und damit die Restschokolade, die wir noch im Haushalt hatten, auf diesen Teller gebracht. Die Schokolade wird also jetzt schön verteilt auf diesem Teller und dann stellen wir sie wieder in die Mikrowelle rein, auf diese erhöhte Position. Und ohne Drehung und weil die Platte so groß ist, passt sie nicht quer rein, aber zum Glück passt sie längs rein. Also Klappe zu und wieder einschalten, 600 Watt und ein paar Sekunden oder Minuten, das müssen wir jetzt ausprobieren. Nun, die Zeit ist jetzt um. Machen wir mal die Klappe wieder auf und schauen, was passiert ist. Wir sehen in diesem braunen Zeug ein paar hellere und ein paar dunklere Stellen. Also es scheint so zu sein, dass es ein paar Punkte gibt, die ein bisschen dunkler sind. Das kommt daher, dass da die Schokolade so weit erhitzt ist, dass sie geschmolzen ist. Und die geschmolzene Schokolade erscheint dunkler als dieses Hellbraun dieser geraspelten Schokolade. Und wenn man genau hinguckt, was im Video schwieriger ist, sieht man so ein paar Stellen, wo es eben sehr geschmolzen ist. Und die markiere ich jetzt mal mit dem Messer, damit man die Stellen auch nachher noch wiedererkennt, wenn das Ganze wieder abgekühlt ist. So, damit haben wir also zwei Experimente hintereinander gemacht. Einmal mit Käse, einmal mit Schokolade. Beide Ergebnisse sind jetzt nicht berauschend.
Aber wir schauen mal, was wir daraus lernen können. Dazu müssen wir erstmal ausmessen, an welchen Stellen die geschmolzenen Stellen sind. Wenn man mal so grob mit dem Zollstock drüber schaut, dann sieht man, da gibt es zum Beispiel auf der Diagonale 3 geschmolzene Punkte und diese 3 Punkte haben einen Abstand von ungefähr 7 cm. Also der eine Abstand ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer. Die 2 zusammen haben ungefähr 14 cm, ganz grob. Also fangen wir mal an und benutzen das als ungefähre Skala. Auch die anderen Punkte haben ungefähr so ähnliche Abstände. So ganz genau sieht man das leider im Experiment nicht. Wenn wir das Ganze beim Käse machen, dann sehen wir auch ein paar geschmolzene Punkte auf der Platte und die haben auch etwa diese Abstände. So, zumindest mal die Größenordnung haben wir. Das sind also keine Millimeter und es sind keine Meter, sondern es sind sowas wie 5 bis 8 Zentimeter, würde man mal sagen. Weil man solche Mikrowellen ja nicht sehen kann, möchte ich jetzt Ihnen in der Simulation hier mal zeigen, was eigentlich im Inneren der Mikrowelle passiert. Es ist so, dass Mikrowellen kleine elektromagnetische Wellen sind, die in der Gerät erzeugt werden. Dazu befinden sich im Gerätinneren Generatoren, die Elektronen auf Kreisbahnen zwingen und damit ein periodisches elektrisches Feld erzeugen. Auf der rechten Seite im Inneren der Mikrowelle ist ein Fenster, also eine Kunststoffplatte, wo die Mikrowellen raus können in diesen Garraum. Und da bilden sich jetzt aufgrund der Metallwände stehende Wellen. Die Wellen werden also von allen Seiten reflektiert und es gibt dreidimensionale stehende Wellen. Und die sind jetzt vereinfacht in dieser Simulation mal dargestellt. Die Pfeile sind also die elektrischen Feldvektoren, die nach oben und ab, nach unten abwechselnd zeigen und die dann da drin stehende Wellen darstellen. Die stehenden Wellen sind in der Simulation nicht richtig dargestellt. Man hat einfach wandernde Wellen genommen. Der Grund, warum Mikrowellengeräte Speisen erwärmen können, besteht darin, dass die Speisen zu einem Großteil aus Wasser bestehen. Wasser ist ein Molekül, das ist hier dargestellt. Das Rote sollen 2 Wasserstoffatome und das Blaue ein Sauerstoffatom sein. Und die Chemiker können Ihnen erklären, dass das Sauerstoff die Elektronen verstärkt anzieht, sodass das Sauerstoffatom etwas negativ wird und die Wasserstoffatome positiv werden. Und damit ist also das Wassermolekül partiell geladen. Es ist ein sogenannter elektrischer Dipol mit einer positiven, einer negativen Seite. Wenn jetzt diese Mikrowellen da vorbeifliegen, und die Mikrowellen haben ja auch elektrische Felder, dann werden durch die elektrischen Felder die Wasserstoffatome in die eine Richtung gezogen, die Sauerstoffatome in die anderen. Das heißt also, das Molekül versucht sich auszurichten und durch die ständig wechselnde Richtung dieser elektrischen Felder fängt also das Wassermolekül an zu rotieren oder zu schwingen. Und das führt dann dazu, dass diese Bewegungsenergie dann in Wärme umgewandelt wird, dass also an der Stelle, wo Wassermoleküle sind, das Ganze sich erhitzt. Der Grund, warum manche Stoffe erwärmt werden und manche nicht, hängt eben damit zusammen, wie stark die einzelnen Moleküle auf diese Mikrowellen reagieren. Der weiße Teller zum Beispiel beinhaltet keine elektrischen Dipole, die aufgrund dieser Mikrowellen schwingen können, dann wird er nicht warm, aber eben alles, was Wasser enthält und einige andere Stoffe, und somit werden also Speisen typischerweise warm, aber die Gefäße, in denen sich die Speisen befinden, normalerweise nicht. Und durch die Simulation verstehen wir jetzt also, warum sich Wassermoleküle erhitzen, damit auch Käse und Schokolade. Und aufgrund der stehenden Wellen, die in dieser Simulation nicht richtig programmiert worden sind, gibt es eben bestimmte Stellen in der Mikrowelle, wo sich das mehr erhitzt als andere Stellen. Als letztes möchte ich Ihnen jetzt noch erzählen, was wir quantitativ aus diesem Experiment lernen können. Ich hatte Ihnen ja schon die allgemeine Formel, die für alle Wellen gilt, gegeben, die besagt, dass sich die Wellenlänge einer Welle ergibt aus dem Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Frequenz, also der Schwingungszahl dieser Welle. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir da für die Mikrowelle erhalten aus dieser Information. Als erstes schauen wir mal auf das Typenbild der Mikrowelle. Jede Mikrowelle hat eine bestimmte Frequenz und bei den
normalen Haushaltsmikrowellen in Deutschland ist es typischerweise eine Frequenz von 2450 MHz, also 2450 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Dann hatten wir bei der Schokolade und teilweise auch bei dem Käse festgestellt, dass die Abstände dieser Schwingungsbäuche, diese Hotspots in der Mikrowelle, einen Abstand von typischerweise 7 cm haben. Der Abstand der Maxima einer stehenden Welle ist halb so groß wie die Wellenlänge, weil die Welle ja aus positiven und negativen Anteilen besteht und die Hälfte davon die halbe Sinusschwingung ergibt. Wenn wir diese beiden Informationen nehmen, also die Frequenz und die Wellenlänge, dann können wir nach der Formel hier unten direkt ausrechnen, wie groß denn die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Mikrowelle ist. Was kriegen wir da? Wenn wir die Formel umstellen, steht da C gleich Lambda mal F, also Ausbreitungsgeschwindigkeit ist Wellenlänge mal Frequenz. Wenn wir das eintragen und beides in die Standardeinheiten Meter und Sekunde übersetzen, dann kriegen wir heraus, da braucht man jetzt mal einen Taschenrechner, den Faktor 2 von Lambda halbe darf man nicht vergessen. Und es kommt raus 343 Millionen Meter pro Sekunde. Das ist ganz schön schnell. Das sind also 300.000 Kilometer, die diese Mikrowelle in jeder Sekunde zurücklegt. Diese schnelle Geschwindigkeit erinnert uns jetzt an eine andere Geschwindigkeit, die Sie vielleicht auch schon kennengelernt haben im Physikunterricht. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit ist genau gemessen worden. Sie ist exakt 299.792.458 Meter pro Sekunde. Und wir sehen, die Mikrowellengeschwindigkeit, die wir hier gemessen haben, entspricht ungefähr der Lichtgeschwindigkeit. Ist sogar noch ein bisschen größer als die Lichtgeschwindigkeit. Wenn man das Experiment jetzt ein bisschen sorgfältiger macht und statt mit Schokolade oder Käse mit zum Beispiel Thermopapier macht, dann kann man das wesentlich genauer messen. Und eine genaue Messung ergibt, dass die Mikrowellen sich also mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten wie Licht. Das heißt also, Licht und Mikrowellen haben aus irgendeinem Grund die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und durch viele andere Experimente kann man dann letztlich herausbekommen, dass Licht genau wie die Mikrowelle eine elektromagnetische Welle ist. Das heißt also, eine Mikrowelle und ein Lichtstrahl sind im Grunde physikalisch ein und dasselbe. Sie unterscheiden sich nur durch die Frequenz oder die Wellenlänge. Und das habe ich in dem folgenden Diagramm, was Sie hier sehen, nochmal aufgetragen. Elektromagnetische Wellen gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Die langsamsten Schwingungen von elektromagnetischen Wellen, die wir so typischerweise benutzen, sind die Radiowellen. Da haben wir Frequenzen von einigen 1000 Hertz typischerweise und mehr. Die nächst höheren Frequenzen entsprechen dann den Mikrowellen. Dazwischen liegen noch die Wellen, die man fürs Fernsehen früher benutzt hat. Die Mikrowellen sind die, die Sie nicht nur in der Mikrowelle der Küche haben, sondern auch in Ihrem Handy. Das sind also typischerweise Mikrowellen im Gigahertz-Bereich und höher. Und wenn man dann die Frequenz noch weiter erhöht, dann kommt man zu einer elektromagnetischen Strahlung, die wieder einen eigenen Namen hat. Das ist die Infrarotstrahlung oder die Wärmestrahlung. Wenn man die Frequenz weiter erhöht, dann kommt man zum Licht, und zwar zunächst zum roten, dann zum gelben, zum grünen und zum blauen Licht. Blaues Licht hat also die höchsten Frequenzen von dem sichtbaren Licht. Wenn die Frequenzen weiter erhöht werden, kommt man zum ultravioletten Licht. Dieses Licht hat die Eigenschaft, dass es nicht sichtbar ist für den Menschen und zusätzlich auch Effekte auf die Haut hat. Sie wissen alle, durch zu viel UV-Licht bekommt man Hautkrebs. Das heißt also, dieses Licht mit der sehr hohen Frequenz beginnt schädlich zu werden für den Menschen. Wenn man die Frequenzen dann noch weiter erhöht, dann kommt man zum Röntgenlicht. Röntgenlicht ist, wie Sie wissen, durch den Herrn Röntgen entdeckt und technisch nutzbar gemacht worden. Das ist was sehr Nützliches, aber an sich ist Röntgenlicht genauso schädlich für die Haut oder noch schädlicher für den Körper als UV-Licht. Das heißt, man muss da immer abwägen zwischen der Schädlichkeit und der Nützlichkeit der Strahlen. Wenn man dann die Frequenz noch weiter erhöht, dann kommt man in Bereiche, die man nur noch durch kernphysikalische Prozesse erzeugen kann. Das nennt man dann die Gammastrahlung. Das ist also radioaktive Strahlung, wie sie zum Beispiel in Kernkraftwerken auftritt. Die ist dann ebenfalls sehr schädigend für biologische Systeme.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist immer dieselbe für diese elektromagnetischen Wellen, zumindest im Vakuum, also im freien Raum. Und nach der Formel, die wir eben kennengelernt haben, gehört also zu den höheren Frequenzen bei gleichbleibender Ausbreitungsgeschwindigkeit dann entsprechend eine kürzere Wellenlänge, sodass also daraus direkt folgt, die größten Wellenlängen sind links die Radiowellen und die kürzesten sind rechts die Gammastrahlen. Die Wellenlänge ist exakt 299.792.458 Meter pro Sekunde. Dass das genau exakt dieser Wert ist und kein Wert, der nur ungefähr so groß ist, hat damit zu tun, dass wir heutzutage die Längeneinheit Meter so definieren, dass diese Zahl dabei am Ende für die Lichtgeschwindigkeit rauskommt. Wir definieren also unsere Einheitensysteme nach Naturkonstanten und die Lichtgeschwindigkeit ist so eine Naturkonstante. Wenn wir zunächst mal definiert haben, was eine Sekunde ist, dann können wir von da ab in diesem konstanten Umrechnungsfaktor definieren, dass ein Meter halt genau so definiert ist, dass sich eben für die Entfernung, die Licht in einer Sekunde zurücklegt, eine Zahl von 299.792.458 Metern ergibt. Damit haben wir es für heute geschafft. Wir haben also gelernt, elektromagnetische Wellen sind elektrische und magnetische Felder, die es sich erlaubt haben, selber ohne irgendwelche Ladungen oder magnetische Pole sich im Raum ausbreiten zu können. Wir haben gelernt, dass es eine Vielfalt von elektromagnetischen Wellen gibt, von der Mikrowelle und der Radiowelle bis hin zum Licht und der Röntgenstrahlung. Und damit sind wir schon sehr weit in der Theorie der Elektrizität. Und beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen was ganz Spannendes, nämlich, dass es so aussieht, als ob es in dieser Theorie dieser elektrischen und magnetischen Felder einen ganz groben Widerspruch gibt. Und da kommen wir dann beim nächsten Mal dazu.